So, herzlich willkommen zurück zu Destroy All Humans 2 Reprobed. Wir machen in dieser Episode jetzt mal ein kleines bisschen Nebenmission. Ich muss auch ein bisschen leiser sprechen, einfach weil es schon ziemlich spät am Abend ist und ich niemanden wecken will, während ich das jetzt hier aufnehme. Schauen wir nochmal, wie weit weg ist denn das? So, das ist relativ... Okay, das nehmen wir doch direkt mit. Wer da sein? Moment. Lass dich hier ein. Sehr schön. Genossen, wir... Mach keine plötzlichen Bewegungen! So, jetzt reden wir mit dir. Gehen wie der KGB, reden wie der KGB. Ich muss mich als KGB verkleiden? Ist richtig verstanden? Kapitalisten, keine Manieren. Zählt der hier? Ich glaube nicht, dass es ein KGB ist, aber es ist auf jeden Fall ein russischer Soldat oder irgendwas. Ah doch, das zählt, okay. Wenigstens ist es nicht der Gulag. Hey Ivan, was gibt's Neues? Ich hab gehört, du hast einen Job für mich. Was Besonderes? Da, ich brauche dich, um amerikanische Spion zu eliminieren. Was, noch ein? Da muss irgendwo ein Nest sein, was? Sieht so aus. Unser Spitze wurde getötet, gleich nachdem er uns von zweitem Spion erzählt hat. Okay. Und du willst, dass ich diesen Pseudo-Majestic-Typen ausschalte, richtig? Du scheinst sehr vertraut mit amerikanischer Kultur. Ich studiere sie seit einem Jahrzehnt und werde trotzdem nicht schlau aus diesen Bastarden. Sie sind fast schon außerirdisch. Dann du vielleicht perfekt für den Job. Einheimische wissen vielleicht, wo Spion ist. Frage sie höflich. Er lügt ja nicht. Er lügt ja nicht. Er war jetzt ja seit einem Jahrzehnt unter den Menschen und kapiert trotzdem noch nicht so richtig, wie die menschliche Zivilisation genau funktioniert. Wende Cortex-Scanner an, um den Spion zu finden. Na gut. Das wird ja kein Problem sein. Was für ein dummer Name ist bitte Wissenschaftsstadt? Verdammtes Politbüro hat keine Fantasie. Keine Ahnung, wie mir das jetzt genau irgendwas weiterhilft, aber okay. Wissenschaftler im Kühlturm sieht nicht sowjetisch aus, riecht auch nicht sowjetisch, ist daher sehr, sehr anziehend. Sowjet, Andrewski! So, okay. Jetzt gehen wir doch einfach mal kurz checken. Vergessen! Wissenschaftler im Kühlturm sieht nicht sowjetisch aus, riecht auch nicht sowjetisch, ist daher sehr, sehr anziehend. Was noch? Kann ich in einem Witzkörper... Nee, kann ich nicht. Na gut. Blind! Ich wünschte fast, ich hätte diesen Informanten nicht umbringen lassen. Jetzt wissen sie, dass ich hier bin. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der KGB mich findet. Oder den Spieler schickt, das zu tun. Mist! Okay, mal sehen. Das muss Fehler vorliegen! Ich bin Sowjet! Radioaktivität. Und dann noch Telekinese. Sehen, Radioaktivität, müssen wir vorsichtig sein. So. Und jetzt wird er auf jeden Fall sterben, sobald er wieder runterfliegt. Und wir haben alles auf ihn angewendet. Jetzt ist nur die Frage, wann fällt er runter? Ah, okay. Das war unkompliziert. Bericht zu den Aktivitäten. Den Schreigenden
Operation zensiert, den zensiert Agenten bekannt als Tex-Key. Okay. Ich meine, das sagt jetzt nicht wirklich viel, aber okay. Ich hoffe jetzt mal, ich brauche nicht allzu lang, bis ich da hinten ankomme. Naja, zumindest können wir hier noch eine Akule-Statue mitnehmen. Um dich herum, mein Sohn, lauern schon die Handlanger der Vernichtung. Sie wurden auf ihre bestialische Mission von was weiß ich wem geschickt. Der Kalyps könnte dahinter stecken. Der Mistkerl versucht immer, mich zu verarschen. Jedenfalls bring mir einen dieser KGB-Agenten, damit ich in sein verschlagenes Herz blicken und herausfinden kann, wer sein Meister ist. Ich hab sehr große erwarte keine Gnade. Das hier ist ein KGB-Agent. Dann nehmen wir den noch einmal mit. So. In diesem Herz ist es ein Fenster. Naja, früher oder später werden wir die Wahrheit erfahren. Landezone aktiviert. Krass, dass der sofort disintegriert ist. Zeigt mal wieder, Argudel mag zwar eine Art Witzgott vielleicht sein. Ich meine, er ist sprichwörtlich ein Sexgott. Aber er ist mächtig. Er ist definitiv sehr mächtig. Und man sollte nicht sich über ihn lustig machen oder ihn nicht ernst nehmen. Mit. Bestätigen immer noch nur Menschen. Ja, nur Menschen. Okay, Moment, dann nehmen wir einen von euch. Vielleicht Essen umsonst? Nein, Essen nicht umsonst. Muss mit Sonja. Das? Der abscheuliche Yeti. Ah, ja. Also, ich habe gehört, dass du der Richtige bist, um über den Yeti-Report zu reden. Was hast du für mich? Du wirklich wissen willst? Dann such dir Schneewehe und ich dir alles erzähle. Du glaubst also, dass dieser Yeti ein echtes Lebewesen ist? Natürlich nicht. Ist nicht dumm, ist nicht Yeti. Nein? Nein. Ist riesiger Mutant aus Forschungsanlage, der hier ist, um uns Alski zu fressen. Ich verstehe jetzt, warum du ein Eremit bist. Nicht, dass ich dir nicht glaube. Es sind all die anderen Deppen, die Wahrheit nicht erkennen, richtig? Da, aber wenn wir Leiche von Mutanten haben, dann haben wir Beweis und vielleicht Medaille. Okay. Ich bin dann mal los, eine mysteriöse, tödliche Kreatur in die tiefen, dunklen Wäldern jagen. Nur auf den Hinweis eines alten Mannes mit einem lahmen Bein und einer fragwürdigen Hygiene hin. Habe ich was vergessen? Niet. Udachi! Also muss ich dieses Ding finden und seinen toten Körper vor deine Tür schleppen? So ungefähr? Da! Jetzt du wissen müssen, wie man in den Wald kommen, da? Mir folgen! Könnte das nicht der große Haufen Bäume da drüben sein, oder? Ja. Okay. Geh voraus, Magdorf. Alles klar. Das ist kein Wolf. Wanderfreundin Tunguska von Yeti-Angriffen in Schrecken versetzt. Ist leicht zu finden, Yeti. Einfach Spur aus Leichen folgen. Spur aus Leichen. Feldexperimente mit diesem Ding. Ich werde es bringen zu KGB unverzüglich. Ich brauche dich, um Leiche außerhalb Hütte abzulegen. Dann gehen. Nicht vergessen zu gehen. Sehr wichtig. Alles klar. Wenn du meinst, finde den Yeti und töte die Monster. Okay, es gibt hier noch andere Monster als den Yeti, von daher gehen wir dem Yeti jetzt erstmal aus dem Weg und kümmern uns zuerst um die kleinen Monster. Das sind Mutanten.
wir die besiegen, wissen wir ja schon. Einmal Analprobe. Und dann die Sporen kaputt machen. So. Weitersuchen. Bis dann. Nicht den Yeti. Es ist Yeti! Lauf! Ah, Moment, jetzt bin ich schon an dem Yeti drin. Na gut, kann ich ihn ignorieren, bis ich die Monster getötet habe? Tschüss. Letztes Monster. Dahin. Okay. Okay, sehr schön. Jetzt können wir uns um den Yeti kümmern. Und der Yeti ist... Ja, falls ihr es vorhin noch nicht gesehen habt, im Prinzip einfach nur ein Albino-Blisk. Ja, da ist er. Hallo, Herr Yeti. Moment mal, greifst du mich nicht an? Oh doch, das werdet ihr. Meine Güte, die sind irgendwie immer enorm gut mit ihrer blöden Laserwaffe auf mir zu bleiben. Schon? Okay. Wir haben ihn besiegt. Und ja, an diesem einen Yeti sieht man tatsächlich wirklich, wie zäh die Blisk normalerweise sind. Die halten enorm viel aus. Und all unsere Waffen machen da relativ wenig Schaden. Und deswegen sind diese Blisk-Upgrades relativ wichtig. Oder alternativ die Buddelbestie. Denn, wenn wir es schaffen, die Schilde der Blisk zu vernichten, was mit dem Sabomatic ganz gut geht, dann kann die Buddelbestie einen Blisk instant fressen. Und so einen schweren Gegner instant tot zu kriegen, das ist tatsächlich enorm hilfreich ist das. Sie werden mir sicher gern helfen. Der abscheuliche Yeti. Und dafür kriegen wir sogar zwei Reaktoren. Wow. Feind des Mutterlands. Alter Mann beschuldigt, Propaganda gegen die Partei zu verbreiten. Zu Zwangsarbeit verurteilt. Ja. So viel zum Thema. Die KGB wird dir danken dafür, dass du das ihnen gebracht hast. Ja, wie wir ja schon wissen, unglücklicherweise sind die... ist die russische Regierung in diesem Spiel leider relativ stark von den Blisk infiltriert. Gut, aber was können wir denn jetzt noch machen? Die Episode wird ein bisschen zu kurz, wenn ich jetzt schon Schluss mache. Von daher werden wir jetzt Folgendes tun. Wir gehen in unser Raumschiff. Ja. Rüsten mal noch ein bisschen was hoch. Auch ohne Markierung tötet die Buddelbestie häufiger aus eigenem Antrieb. Sehr schön, das ist immer schön. Die Buddelbestie greift auf Fahrzeuge an. Fahrzeuge mit Carburetor-Spray markiert werden. Ja, warum nicht? Nehmen wir das mit. Die Blisk ist ganz gut. Kastus-Waffe mit Desintegrator sind die Kraft erhöht und ihre Aufwand. Immer mit. Und jetzt habe ich schon wieder keine um das hier. Ach, verdammt. Ich wollte die sollte mich wirklich um die Schallwelle kümmern. Nein, 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 nein. So, den Saugmeister. Und werden uns alles Mögliche, was uns noch fährt, holen. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken. Tunguska, kenne ich die einzelnen
Orte nicht ganz so gut. Wir müssen... Soldatenwissenschaftler. Also Soldaten sollten wir hier kriegen. Angreifen! Das Team müssen wir entsaugen. Was genau fallen lassen? Neun Stück noch. Komm, komm. Zwei noch. Okay, sehr schön. Jetzt KGB-Agent. Wo hat der KGB hier sein Hauptquartier? Beziehungsweise wo muss ich denn überhaupt hin? Kann ich das auf der Karte einsehen? Wo was ist? Oh, nein. Leider, leider nein. Schade. Wissenschaftler und KGB-Agent. Das hier doch, ist das hier Wissenschaftsstadt oder ist das hier, wo man KGB findet? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich hier gerade nicht das einsammle, was ich eigentlich brauche. Okay, Wissenschaftler. Nee, nee, das Kernkraftwerk müsste da auf jeden Fall nur sein, ne? Nicht viele habe ich jetzt da nicht bekommen. Vorne ist auf jeden Fall ein Gegner. Was für Gegner sind das? KGB? Oder Soldaten? Kaputt. Na gut, na gut. Hier finden wir nichts. Da war das Schiff. Das war der Soldatenort. Schilde mal ein bisschen aufladen. Angriffski, ja genau. Ah, Bäume im Weg, nicht gut, nicht gut. Irgendwo hier muss irgendwo was sein. Da hinten werde ich nichts finden, das ist klar. Oh mein Gott, Tunguska ist auch so schwer zu navigieren. Der Großteil ist halt einfach nur Schnee und verschneiter Wald. Hier ist es einigermaßen einfach zu navigieren, aber da muss ich nicht hin, da gibt's ja nichts. Okay. Ein Dämmungsfeld voraus. Weitergehen. Was sind wir denn hier? Ist das ein Soldatenkampf? Ja, da sind ein paar KGB-Agenten dabei, okay. Ich hasse, dass das wirklich so enorm tief sein muss, damit das vernünftig funktioniert. Schon. Können wir die bitte einsaugen? Eieiei. Okay, wo ist Wissenschaftsstadt? Bin ich im Kreis gefahren und schon wieder da? Oh mein Gott. Das ist nervig. Gehe ich denn jetzt in die richtige Richtung? Nein, ich gehe genau in die falsche Richtung. Hier. Ja, genau. Wo
Wissenschaftler. Na los, kommt schon. Oh, Wissenschaftler habe ich jetzt schon genug. Okay. Illegale Einwanderer. Okay, illegale Einwanderer nach Russland erachte ich als etwas unwahrscheinlicher. Das wäre jetzt was, was ich in Amerika beispielsweise erwartet hätte. Okay, da kommen KGB-Agenten raus, oder? So. Schon. Da ist noch einer drin, oder? Komm raus. Nein, da war keiner mehr drin. Schade. Na gut, wir haben genug. Und hier hätte ich tatsächlich mal die Landestation noch mitnehmen können. Machen wir das jetzt noch. So, erstmal Boxmarkt, Genmixer. Yay! Menschen näher kommen und sie dann wegschleudern. Das langsame Editieren und Schönes von Fahrzeugen und anderen massigen Gegenständen. Ah, sehr schön. Los. Das Rezept nehmen. Menschheit unterwandert ganz ohne Samenkapsel. Zuschauer betäuben. Nanoflug erzeugt eine Frauenwolke und den Körper, was die Erdlinge in der Nähe betäubt. Ah, okay. Das ist tatsächlich enorm hilfreich. Das bedeutet nämlich, man kann normalerweise in einen Körper reingehen, ohne dass man direkt bemerkt wird. Weil das in den Körper reingehen dafür sorgt, dass quasi vergessen gecastet wird. Die leicht schlanke KGB-Agentin in Schwarz. Ich gebe Jacob-Schutz! So, wo war denn jetzt dieser Wendepunkt, der mir gefehlt hat? Ist rechts? Da hinten ist. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Kannst nun offensichtlich nicht landen. So deine Landezone von Fässern voll mit Giftmüll versperrt ist. Erledige die Fässer! Gut gemacht! Okay. Nein, das nicht. Wow, die explodieren einfach mit einem Furz. Okay. Wenn ich nicht mal wissen will, wäre ich beeindruckt. Aber nimm das echt nicht persönlich. Landezone aktiviert! Alles klar. War jetzt nochmal irgendwo direkt in meiner Nähe eine, die ich hätte mitnehmen können? Stadt. Na gut, wisst ihr was? An dieser Stelle machen wir doch dann mal wieder einen Cut. Das war's für heute mit Destroy All Humans 2. Reprobed. Hey, what the... Okay. Ihr wollt's ja nicht anders, ne? Ihr plötzlich einfach daher, um mich anzugreifen. Was erwartet ihr? Na gut. So, jetzt aber. Das war's für heute mit Destroy All Humans 2 Reprobed. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich glaube, dann machen wir mit der Story ein bisschen weiter. Bis dahin, tschüss!